Okay. Ein neuer Fall. Da. Akranus legendäre Jäger. Yoko Kuremi. Was? Dieser Fall kommt von der Broadway-Leitung. In Broadway gehen seltsame Gerüchte um. Hilf ihnen damit. Farmerweiterungs-Plugin. Ja, nur ein Plugin. Egal. Das sind doch die von dem okkulten Gedöns. Hallo. Hallo Mai, du bist heute aber früh dran. Natürlich, wir müssen doch schnell kommen, als wir erfahren haben, dass ihr interessante Neuigkeiten für den Club habt. Mai, beruhig dich, du klingst etwas übereifrig. Tut mir leid, Detektivin, sie ist nur etwas aufgeregt. So ist Mai eben, ich würde es nicht anders wollen. Und wie ich sehe, ist die ganze Bande von unserem Experiment zu Ibuya Hirasaka auch hier. Haha, ich bin überrascht, dass ihr alle noch im Okkultismus-Club seid nach dem Ereignis in Shibuya. Ist das schon mutig. Ja, das ist alles meist Verdienst. Nach dem Experiment hat sie sich so im Club engagiert. Sie ist quasi Feuer und Flamme. Ja, das schulde ich euch allen. Jetzt, wo ich weiß, dass es in der Welt wirklich seltsame Mysterien gibt. Aber wenn ihr in irgendwas Erstes verwickelt werdet, dann denkt daran, ich habe euch gewarnt. Aber ich forsche da auch nach, um genau das zu verhindern. Man muss wissen, womit man es zu tun hat, um zu überleben. Das weiß jedes Kind. Wie dem auch sei. Tut mir leid, euch gehört zu holen, wenn ihr schon so viel zu tun habt. Dann ist es schon in Ordnung, wirklich. Wenn wir hören, dass sich irgendwo was Okkultes ereignet, verschwinden wir Geld seid. Das ist unser Job als Inoden-Okkultismus-Club. Ja, ich weiß euren Elan zu schätzen, nichtsdestotrotz. In Tokio gibt es mittlerweile mehr als genug okkulte Phänomene. Warum kommt ihr also in unser Revier? Nun ja, wenn du so fragst, setzt sich offensichtlich, Nakano spielt in einer ganz anderen Liga. Man könnte es also okkultes Mecha bezeichnen. Genau, das hätte ich nicht besser ausdrücken können, Kenji. Das ist genau das, was ich vom Vizepräsident erwarte. Hehe, ach Mai. Kenji, damit tust du uns keinen Gefallen, wenn du sie noch ermutigst. Was ich gesagt habe, stimmt aber. Hier in Nakano ereignen sich immer seltsame, ungewöhnliche Dinge. Da wäre zum Beispiel das blutende Mauerbild in der Lobby im Erdgeschoss. Angeblich blutet es aus dem Mund und Augen. Dann wird das Skelettteich, in dem sich ein Haufen Leichen befinden, die über Nacht zu Knochen geworden sind. Was? Es kursieren auch Gerüchte, dass spät nachts in weiß gekleidete Leute über das Dach fliegen und einen geheimen Sabbat abhalten. Und dann wäre dann noch der mysteriöse Fischregen, den es schon länger in Nakano gibt, das prophezeit bevorstehendes Unglück. All diese Fälle sind ungelöst, was natürlich lustig, dass du ausgerechnet diese Fälle erwähnst. Ich habe sie nämlich alle bereits gelöst. Was, wirklich? Du hast sie bereits gelöst? Warum seid ihr so überrascht? Das ist mein Revier und wenn man mir als Detektiven sagt, dass etwas Seltsames passiert, schaue ich mich eben um. Das ist alles erledigt. Och. Ja, warum siehst du so ein Gesicht? Ich habe nicht gesagt, dass der Fall nichts für euch ist. Was eure Belohnung angeht, wie wäre es, wenn ich euch meine Akte zu den übernatürlichen Fällen gebe, an denen ich gearbeitet habe? Dann werden wir es natürlich tun. Erzähl uns mehr. Das ist die richtige Einstellung. Für den heutigen Fall möchte ich unbedingt das einzigartige Fachwissen eures Clubs nutzen. Wie bereits besprochen, ist Tokio so ein Hort des Übernatürlichen geworden, das ist Nakano natürlich keine Ausnahme. Die Berichte und Beschwerden, die ich von anderen Bewohnern erhalten, scheinen nicht nachzulassen. Ich wurde gebeten, einige nachzugehen. Aber selbst mit den Unterstützungen meines Hilfsdetektivs sind es einfach zu viele für uns. Es gibt hier vier verschiedene Phänomene, die ihr mit eurer Leidenschaft und eurem jugendlichen Einfühlungsvermögen lösen sollt. Vier Phänomene, gut erzählen mehr. Als erstes solltet ihr herausfinden, was es mit dem dreibeinigen Matthew auf sich hat. Er wandert hier herum und sucht etwas. Dann möchte ich, dass ihr die Nachforschung zu Katakata anstellt. Man findet sie auf verschiedenen Etagen in der Kano Broadway. Dann solltet ihr euch um den Lift des Sensenmanns kümmern, der um 2 Uhr nachts vom Keller in den dritten Stock fährt. Und zu guter Letzt solltet ihr so viel wie möglich über einen Geistmeister-Klopf-Klopf herausfinden. Meister-Klopf-Klopf. Oh, das klingt alles interessant. Es wird sehr viel Spaß machen, dazu Nachforschungen anzustellen. Ich habe diese Legenden nach Augenzeugenberichten benannt. Jetzt müsst ihr die Großstadtlegenden von Nakano lösen, okay? Was meint ihr? Übernimmt ihr sie? In Ordnung, das ist also aufregend. Ich kann es gar nicht abwarten, loszulegen. Wir gehen alle ins K-Café, K-Café und spielen dort schnell einen Plan. Mal warte. Ich weiß nicht, echt nicht zu bremsen. Und ja, wir sollten nachgeben und ihnen helfen. Wir haben ja keine Wahl. Ich glaube nicht, dass du jetzt faulenzen kannst. Du hilfst ihnen auch.
Es ist mir unangenehm, das zu fragen, aber dein Hilfsdetektiv scheint manchmal geistig abwesend zu sein. Ist alles okay? Momentan ist es nichts Gravierendes, aber ich merke, dass der Körper von Takumi instabil wird. Die Datenkontrolle lässt nach. Takumi scheint sogar vergessen zu haben, was dort geschehen ist. Wo ist dort? Oh, ist es dunkel? Es sind auf jeden Fall keine Leute hier, das ist sehr merkwürdig. Es ist richtig spät, das ist unsere Zeit, aktiv zu werden. Da wir hier sind, sollten wir im Erdgeschoss beginnen. Wir werden uns jede Etage ansehen und überprüfen, ob die seltsamen Dinge wirklich passieren. Stimmt's? Genau, da sich die Berichte über den dreibeinigen Matthew auf die Etage konzentrieren, legen wir hier los. Mal sehen, was wir finden. Also gut, fangen wir an. Es gibt keinen Grund, jetzt nach draußen zu gehen. Okay, ich wollte nur gucken, was da los ist. Ob da vorne was ist. Auf der Farm sind Digimon auf Höchstlevel, unter anderem Waspmon. Okay, da sind Digimon auf dem Höchstlevel. Das machen wir mal kurz. Ich rede erstmal mit ihm hier. Das war auch nicht der Plan. Ich habe einen Teil der Hintergrundgeschichte zum Dreibein Matthew herausgefunden. Hört zu. Vor 30 Jahren gab es eine beliebte Puppe Anita mit verschiedenen Sachen. Matthew war auch eine Puppe und ihr Ex-Freund. Ursprünglich sollte ihr Verlobter sein, aber dann tauchte er ein anderer männlicher Puppe auf, Lance. Er war Diplomat und sehr beliebt. Irgendwann haben Lance und Anita geheiratet und Matthew war dann nur noch der Ex-Freund. Das dritte Bein an der Puppe. Konzentrieren wir uns auf die Phänomene zu erforschen. Oh Mann, ich wollte aber... Ah, scheiße, die waren dann. Es gibt auch eine Art Epilog zu Matthews Geschichte. Nachdem Anita verloren hatte, drehte Matthew durch und griff Lance an. Er hackte seinen Körper in Stücke und schickte sie Anita. Das ist ja nett. Aber der Plan ging nicht auf, als er versuchte, ihr das letzte Stück zu schicken, ein Bein. Denn es stellte sich heraus, dass Anita den Körper von Lance wieder zusammenfügte, mit Hilfe verbotener dunkler Magie. Also Matthew das letzte Bein an seinen eigenen Körper angebracht, wohl um sicherzustellen, dass Lance ihn wieder aufwärts stehen kann. Dann läuft er auf drei Beinen, was nicht einfach ist. Er schläft nun überall herum. Auf der Suche nach Erinnerungen an die schönen Zeiten mit Anita. Ich glaube, ihr labert Scheiße. Oder wie kommt ihr auf so einen Mist? Hey, ich bin der Manaka und Kenshi sind ein süßes Paar, meinst du nicht? Aber sag ihnen das nicht, ja? Okay, das hat ja viel geholfen. Das ist da keine Broadway echt gruselig. Auch tagsüber gibt es Etagen, auf die ich nicht gern gehe, aber nachts ist etwas anderes. Welche Etagen gehst du denn nicht gerne? Hier gibt es nicht wirklich Ungewöhnliches. Okay, dann auf den zweiten Stock. Kümmern wir uns jetzt um Katakata. Die Zeit läuft, los geht's. Hihihi. Katakata. Soweit ich das beurteilen kann, basiert Katakata auf die berühmte Legende Teke Teke. Teke Teke ist eine Erscheinung, die ihre Füße bei einem Zug und Fall verloren hat. Nur dank ihrer Arme kann sie bis zu 140 km/h schnell werden. Katakata ist also eine andere Gestalt, die Teke Teke nach vielen Jahren angenommen hat. Der Name Teke Teke hat wohl mit dem Geräuschen zu tun, die sie macht, wenn sie sich mit ihren Armen fortbewegt. Was heißt denn Katakata? Ein Geist, der 150 km/h erreicht, kann wohl niemand entkommen. Wenn man ihm über den Weg läuft, ist es aus. Manaka ist so ein Angsthase, aber sie findet es toll, wenn Kenji mit solcher Leidenschaft okkulte Geschichten erzählt. So, hier passiert auch nichts Erwähnenswertes. Yep, gehen wir hoch zur dritten Etage. Da bin ich am meisten gespannt, weil der Aufzug soll in den Keller fahren. Was uns da wohl erwartet? Es gibt nur einen Weg herauszufinden. Teilen wir uns auf und legen wir los. Der Aufzug soll in den Keller fahren und daher habe ich Lust drauf. Du scheinst so gelangweilt zu sein, Lili. Du fassest jetzt nur albernes Zeug. Hey Manaka, wie läuft es denn mit dir und Kenji? Wie geht es voran? Erzähl es mir. Gibt es einen besseren Zeitpunkt, über Liebe zu reden, als mitten in der Nacht? Okay. Wenn ihr Katakata begegnet, fragt sie, brauchst du deine Beine? Wenn ihr nicht richtig antwortet, rennt sie mit euren Beinen davon. Aber was hat das jetzt mit der dritten Etage zu tun? Was die richtige Antwort ist, ich benutze sie gerade, anscheinend ist sie sehr rücksichtsvoll. Wo ist Kenji? Ich glaube, ich weiß, warum sie Katakata heißt.
Katakata hat ihre Beine verloren, als sie in Hokkaido in Bahngleise fiel. Also ist ihr Name vielleicht jetzt Geräusch von klappernden Zähnen. Warum passiert heute Abend nichts Besonderes? Eine Etage ist noch übrig. Sicher finden wir etwas aus der vierten Etage los auf zum Lift. Na schön, komm zu uns. Lift des Sensemann, zeig dich. Ich dachte, das ist in der dritten Etage. Es ist schon nach 2 Uhr. Warum kommt niemand? Ich habe ihn sogar gerufen, aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass er kommt. Das ist so ätzend, ich hasse es. Ich will den Sensemann einmal in meinem Leben sehen. Ist das zu viel verlangt? Mei, es ist schon gut. Es gibt noch Hoffnung. Du musst dich nur beruhigen. Ich hätte nicht gedacht, dass Mai mal ausrastet, wenn es nicht so gut läuft. Mai, wir machen uns Sorgen um dich. Wir sollten im Café eine kleine Pause einlegen. Als wir gestern da waren, meinte der Besitzer, dass wir das Café als Pausenraum nutzen können. Es sollte nicht abgeschlossen sein. Ich werde dich auf Argumente hören. Ich bin dafür, ich bin echt kaputt und könnte nach all den Nachforschungen eine Pause gebrauchen. Unmöglich, wir müssen ihn noch Klopf-Klopf überprüfen. Wir müssen alles nochmal überprüfen. Hier muss es etwas geben, ich weiß es. Na gut, wir verstehen wir, aber gehen wir kurz das Kaffee, um die Lage zu überdenken. Was meinst du? Hier ist nichts. Kein Geister, keine Spuren, nichts. Nichts. Ach, Kopf hoch. Seit wann passiert in dieser Branche gleich am ersten Tag das Interessante? Oh, ich will Matthew sehen. Kata Kata, den Lift des Sensemanns und Meister Klopf-Klopf. Das ist schon gut, Meister Klopf-Klopf. Das ist schon gut, mal wirklich irgendwas wird sicher bald passieren. Wirklich? Bist du sicher? Huch. Was ist los? Hört ihr das nicht? Du hast recht, ist das der Lift? Vielleicht ist es Kyoko. Aber sie ist nicht die Einzige in einem Büro hier. Wer könnte es sein? Moment, vielleicht ist es ein Polizist. Dieses Geräusch eben, kam der Lift gerade aus der Etage, auf dieser Etage an? Da muss er gewesen sein, das ist der Lift des Sensemanns. Er ist gekommen, ich wusste doch, dass es ihn gibt. Klopf, 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 klopf. Na gut, dieses Geräusch, ist das Meister Klopf, klopf? Kata, kata, kata. Aber jetzt ist es ein anderes Geräusch, das ist doch wohl nicht der dreibeinige Matthew. Uah! Das ist einfach nur ein alter Mann. Ah. Moment mal, was? Das ist die Stimme von jemandem? Was ist hier los? Was machen die Kinder hier? Das könnten wir auch fragen. Was machen sie so spät hier? Spät? Kleine, es ist schon morgen. Ich komme immer um diese Zeit, um mich zu entspannen. Was aber, ist doch noch nicht mal 4 Uhr. Ich glaube, es gibt schon Sinn. Mein Opa steht auch erst früh auf. Ach, jetzt verstehe ich. Warum hatte der Besitzer das Kerker nicht abgeschlossen, damit dieser Mann es benutzen kann? Alter, guck mal, was ist denn los? Hey, sehe ich das wirklich? Was denn? Ist das ein drittes Bein? Was schwaffelst du, Kata Kata? Wie klappert es, weil es die Zähne nicht richtig passen? Sind sie aus dem Lift gekommen? Sind sie der Sensemann? Dann ist sie hier Sensemann! Dann kann das klopfende Geräusch. Nein, heißt das etwa, dass dieser alte Mann hinter all den riesigen Großstadtlegenden steckt? Das muss doch ein Witz sein. Ach. Mais Wein war in jeder Nacht im ganzen Gebäude zu hören. Ihr habt es also geschafft und alle Rätsel gelöst. Ein besseres Ergebnis hätte ich mir nicht wünschen können. Was ist daran so gut? Es lag doch nur daran, dass dieser alte Typ früh am Morgen spazieren geht. Mag sein, aber was für ein Quatsch. Ich dachte, wir wären so Richtung Endgame am Gehen und dann so ein Quatsch. Mag sein, aber es ist doch, das Leben schreibt die besten Geschichten, mal ehrlich. Wer von euch hatte das kommen sehen? Ich will euch etwas fragen, als ihr herumgelaufen seid, um die Rätsel zu lösen. Was habt ihr euch in euren Köpfen vorgestellt? Habt ihr dunkle Dinge gesehen? Habt ihr Dinge gehört, als es Totenstille war? Ich persönlich finde, dass die Vorstellungskraft von Menschen wichtig ist, um übernatürliche Phänomene zu ergründen. Ich glaube, ich kapiere es irgendwie und doch nicht ganz. Ganz. Das sind bloß meine Gedanken zum Thema. Denkt euch da nicht zu tief hinein. Hoffentlich führt die Lösung des Falls dazu, dass ihr euch jede eigene Gedanken macht. Jetzt solltet ihr euch, wie versprochen, meine Akten als Belohnung geben. Es wird nicht nötig sein. Wir lösen alle anderen Mysterien allein ohne deine Hilfe. Allein mit Hilfe unserer ganzen Lust und Leidenschaft und Vorstellungskraft. Oh, was für eine fantastische Einstellung.
Wow, Kenji, das ist sehr cool, was du da gesagt hast. Vielleicht habe ich einen Fehler gemacht. Wenn es euch zu wichtig ist, behalte ich. Ja, wir nehmen sie dir gerne ab, Detektivin. Was sagst du da, Mai? Hast du denn gar nicht zugehört? Und wollt ihr etwas sagen, dass es euch gar nicht interessiert, was in den Akten steht? Wirklich, Manaka. Nun ja, vielleicht ein kleines bisschen. Wenn es das nicht, dich nicht interessiert, dann lese ich sie eben allein. Nee, das ist gemein. Ah, und ich dachte, ich wäre einmal im Leben cool. Ach, Kenji, du warst toll. Lass dich davon nicht runterziehen. Schring dich nächstes Mal einfach noch mehr an. Hihihi. Also, ich muss so jetzt los. Später, ihr zwei. Dann wären wir wieder zu zweit, Takumi. Haha, ich hatte nicht erwartet, dass die nur eine meiner Akten mitnehmen. Wie dann auch sei, wir können die anderen Bewohner jetzt sagen, dass dieses Problem gelöst wurde. Hoffentlich hilft das unserem Ruf etwas. Diese Kids vom Okkultismus-Club sind aber schon was Besonderes. Sie werden schnell erwachsen. Eines Tages werden sie für uns vielleicht nette Rivalen sein. Das wäre lustig, oder? Warum schleppe ich jeden Morgen meine alten Knochen hier, ja? Das Café lässt mich in Nostalgie schwelgen, aber ich weiß nicht genau warum. Was zum... Hey, das ist Pete, oder? Ist er, der den Computer gebaut hat und Pete da drin. Ich weiß nicht mehr genau, was das mit dem Computer auf sich hatte, aber Pete war da drin. Miko? Wer ist Miko? Wusstest du, dass es auf der Insel Schienen gibt? Ich fuhr hier mal ein Zug. Das stimmt wohl, gut geraten, ich bin beeindruckt. Erstmal abgeben. Farmerhaltungs-Plugin. Muss sowieso zur Farm. Es ist interessant zu sehen, wie oft Rätsel zu anderen führen. Ich schweife ab. Gute Arbeit, halte dich bald bereit für einen neuen Fall. So, erstmal Farminsel. Ne, was war nochmal? Ne, irgendeiner hat ein Höchstlevel erreicht. Das nehmen wir gerne mit. Dann erweitern wir die Farm. Und dann haben ein paar Digimon das Höchstlevel erreicht. Ja, müssen wir mal kurz digitieren. Ja, hier will keiner digitieren, außer Tyrannomon. Du kannst wieder zu Metall-Tyrannomon werden. Aber du kannst diese schöne Attacke, das mag ich eigentlich sehr gerne. Was kannst du denn jetzt werden? Galantmon, Black War Greymon. Hoffentlich kannst du zu diesmal auch einen zu denen werden. Was ist mit Rugamon? Willst du digitieren? Was brauchst du dafür? Für Verteidigung 75? Wie viel Verteidigung hast du gerade? 71. Plus 8. Okay. Das brauchst eh noch 8 Level, also braucht noch ein bisschen. Pokémon! Du hast auch nicht Max Level, du hast auch noch nicht die nötige Intelligenz. Wenn das überhaupt noch was irgendwie wert. Okay. Hast du dein Max-Level? Nein, noch lange nicht. Hast du dein Max-Level? Noch lange nicht. Gotzumon kann ich digitieren. Zu. Ich habe noch kein Snowmon. Eismon meine ich. Das laber ich ja. Sudomon, ja gerne. Kameradschaft 50. Wie viel Kameradschaft hast du? 0. Ah, vielleicht schon auch nicht. Okay, dann wollen wir weiter digitieren. Cannonbeamon, ne, du warst das nicht. Westborn war mit dem Höchstlevel, ne? Ich mach dich mal zu Superstarmon. Was kannst du werden außer Justimon? Fähigkeit 80, Bancholeomon, das hätte ich gerne. Muss ich dich aber nochmal dedigitieren. Dann gucken wir nochmal weiter, wer hier digitieren kann. Wizardmon, du bist auch nur, ist nicht Höchstlevel. Scalmeramon, da brauchst du Angriff 95. Wie viel hast du? 74. Ich warte erstmal eine Weile mit dem Digitieren. Oder mache ich dich zu Weißmon? Mach dich, glaube ich, zu Weißmon.
Was kannst du werden zu den Sachen hier? Will hier noch was digitieren? Nein. Will hier irgendwas digitieren? Gaumon könnte zu Ogrimmon werden. Ist ja auch wirklich egal, zu was ich jetzt mache. Weil alles hatten wir schon mal, deswegen einfach das Erstbeste. Vielleicht mache ich dich zu Skullmaramon. Weil du wirst wahrscheinlich die Attacke dafür haben, den Angriff. Black Gatomon wollte ich zu Lady Devimon machen, um Mastemon zu bekommen. Aber ich weiß nicht, ob ich Mastemon wirklich haben will. Du hast nicht die Fähigkeiten dafür. Wieso habe ich dich jetzt als Chromon gelassen? Du hast 3 Fähigkeiten. Okay, das ist ja gar nichts. Ich mach dich zu Pac-Mon. Ich mach mal kurze Pause. So. Ich habe vergessen, wen ich da gerade digitiert habe. Ich guckte einfach nochmal, ob hier irgendwer digitieren will. Black Gatomon wollte ich ja digitieren. Du Lady Devimon. Und ich glaube, ich habe hier erstmal alle fertig. So. Muss ich wen heilen? Wäre vielleicht nicht verkehrt. Das ist eh nur 200 Yen. So. Ich guck mal, ob ich irgendwie was Intelligentes kaufen kann. Hier nicht so. Dann diktieren wir. Gehen wir zurück. Nach Kyoko. Ich glaube, da geht's weiter. Wieso ist Pete hier nicht da? Examon ist für den Moment sicher, geh und erledige was Positives, nimm ein paar Fälle an. Ich habe Pete schon länger nicht mehr gesehen, er ist sicher noch in der Kano Broadway, aber er sah besorgt aus, such nach ihm. Okay, Pete. Du wirst im K-Café sein. Oder nicht? Hast du Pete gesehen? Egal wie durchgeknallt es draußen zugeht, Wir öffnen bei Dean gerne. Wie wär's mit einer Tasse unserer Spezialmischung? Ach, Kyoko, willkommen. Okay. Ihr habt Pete nicht gesehen. Okay, dann gehen wir hier hin. Er muss ja irgendwo hier sein. Der gute alte Pete. Da ist er doch. Hallo, was machst du hier bei den Toiletten? Ach, du bist es, was? Weißt du, was ich bin? Ein Digimon. Ich weiß es nämlich nicht. Ich spüre gar nichts, kein bisschen. Und vergiss er. Was ist geschehen? Hast Pete ja vor deinen Augen verschwunden? Komm erstmal wieder. Wir haben gerade einen neuen Fall erhalten, der mir Sorgen macht. Das könnte mit dem zu tun haben, was du gesehen hast. Okay, dann wollen wir nochmal hier runter. Und den Fall annehmen. Da ganz rechts ist er. Geisterkaterhaus. Stufe 4, was? Alter Mitsushima, Broadway, ich suche schon so lange nach mein armer Kater. Bitte finde Miko. Es geht, Miko. Dieser Fall kommt von dem alten Mitsushima. Vielleicht erinnerst du dich an ihn, er steckte hinter der Großstadtlegenden, die du vor kurzem mit dem Okkultismus-Club erforscht hast. Der alte Mann, die Welt ist wirklich ein Dorf, auch wenn sie manchmal irgendwie größer als je zuvor wirkt. Jedenfalls hat er uns gebeten, seinen Kater zu finden und ehrlich gesagt hat er einfacher Auftrag in Zeiten wie diesen etwas. Mishima meinte, er würde im K-Café auf dich warten, allerdings hat er nicht gesagt, wann. Es kann nicht schaden, wenn du schon mal hingehst und dich im Café umschaust. Okay. Wahrscheinlich muss ich dann in die digitale Welt oder was auch immer das für ein Zeug nochmal ist, ins digitale Labyrinth.
dafür, nach Pi zu suchen. Okay, ist ein Erdbeben. Es hat wohl aufgehört, ob das ein Erdbeben war oder Examon. Er scheint nicht hier zu sein. Willkommen, hol dir etwas zu trinken, setz dich und bleib so lange du willst. Ein Erdbeben? Nein, so etwas habe ich nicht bemerkt. Was? Der alte Mitsushima ist also gerade nicht da, verstehe. Beim ersten Mal hast du ihn dort früh am Morgen getroffen, oder? Dann gehen wir wieder zur gleichen Zeit hin, vielleicht triffst du ihn dann. Am nächsten Tag früh am Morgen? Er wird wahrscheinlich auch noch nicht da sein. Gehen wir zum Teekaffee, der alte Mitsushima sollte um diese Zeit da sein. Wieso muss ich denn da nochmal hin? Ich war doch da gerade. Wieso lasst ihr mich da nochmal hinlatschen? Da ist er doch. Oder ob das ein Geist ist, der Mitsushima. Ach, du bist es, ich habe schon gewartet. Du bist gestern Nachmittag hergekommen, konntest du mich aber nicht finden. Also, das war wohl schlechtes Timing, Jungchen. Ich warte hier schon sehr lange auf dich. Nun ja, da ist etwas passé, schwamm drüber. Fang jetzt einfach mit der Suche an. Mein Mikro ist nämlich hier in der Wand. Was? Wieder ein Erdbeben. Bist du gerade im Cave-Café? Ich empfange wirklich starke Vibrationen von digitalen Wellen aus dem dritten Stock. Dort gibt es einen massiven Strom. Schwitter ist, dass diese alte Zeitkapsel dafür verantwortlich ist. Was ist das, ein Erdbeben? Nein, ich kann bestätigen, dass es keins ist. Hier im Erdgeschoss bewegt sich nichts. Du spürst nur intensiven digitalen Wellen. Da ist Pete. Es ist. Ich will es nicht wissen, es ist besser nicht zu wissen. Momentan ist alles in Ordnung. Es ist besser, wenn sich das nichts ändert. Dass sich nicht ändert. Bitte aufhören, ich will nicht aufwachen. Das ist Miko. Nein, ich bin Pete. Egal was du bist, Miko, komm einfach zu mir zurück. Nein, ich kann nicht. Das ist zu viel verlangt. Ich bin nicht. Takumi, bitte, lass mich in Ruhe. Lass die Dinge so, wie sie sind. Armer Pete. Es tut mir leid, Miko, es tut mir so leid. Hörst du mich endlich wieder? Die Vibrationen haben erstmal aufgehört, aber die digitalen Wellen sind immer noch so intensiv. Irgendwas Großes brennt sich da an. Ich vermutet hatte, kommen sie aus dem alten Röhrencomputer in der Wand. Die digitalen Wellen sprudeln aus den alten Intranet-Verbindungen hervor, die der Computer nutzt. Und zwar mit solcher Kraft, dass eine kybernetische Leylinie entstanden ist, eine Art digitale Leitung. Wenn sie weiterhin besteht, ist das nur eine Frage der Zeit, bis die Auswirkungen in der echten Welt zu spüren sind. Takumi, du musst in die Röhrencomputer springen und alles geben, um das zu verhindern. Ich verlasse mich auf dich. Schon wieder in den Röhrencomputer rein. Tut mir leid, es tut mir so leid. Dann rein da. Irgendwas ist mit Pete. Bitte lass mich. Ich will nicht aus diesem Traum aufwachen. Was ist mit Pete los? Es gibt nur einen Weg, das herauszufinden. Wollte Pete nicht immer wissen, was er ist? Oder wer er ist? Ich gehe erstmal rechts rum. Was mehr oder weniger ein Fehler war. Weil wir wollen erst links rum, weil da sind Items. Wahrscheinlich Items, ich weiß es nicht. Und Saemon. Ihr seid Serum Digimon, deswegen nur, dass ich eh nicht richtig drauf zu hauen mit Gaiomon. Schwerer Schlag. Liebesattacke. Ja, danke für nix. Ich hoffe, du hast dich selbst geheilt und. Okay. Dann machen wir Power Metal. Auf das verstärkte Digimon. Dann greift das schwächere Monster-Emon an. Nochmal schwerer Schlag auf das starke Monster-Emon. Bitte mach's weg. Ja, danke. Panikau, finde ich gar nicht gut. Power Metal. Schwerer Schlag. Gut.
Level 13 ist Metall-Tyrannomon. Ja. Level 12 meine ich. Ich sage noch einfach ja. Okay.